Hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um meinen Free-to-Play-Account, der jetzt ungefähr 42 Stunden alt ist. Ich bin Rathaus Level 5, habe jetzt die Verteidigung wie Kanonen und Bogitürme alle auf Level 3. Heute Nacht den Minenwerfer auf Level 2 gemacht. Aktuell bauen bei mir das Labor auf Level 3. Dann baut die Zauberfabrik und es baut das Goldlager. Das muss ich unbedingt hochleveln, damit ich auf Rathaus 6 updaten kann. Alles andere habe ich soweit gebaut. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir noch einige Gems generieren. Und wie machen wir das am besten? Wir schauen mal im Profil nach, wie können wir Gems bekommen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, die Kobolde, schnapp die Kobolde, 50 Sterne. Da müssen wir nur noch einmal mit den Kobolden gewinnen, dann bekommen wir erstmal 10 Gems. Das werden wir jetzt als erstes machen. Nee, mir fällt noch was anderes ein, was ich davor machen will. Und zwar das Spende, ich glaube, warte mal, wie heißt das Quest hier? Freund in der Not, dafür muss ich 100 Truppen spenden und dazu habe ich jetzt schon mal einige Spenden aufgemacht, wo ich Truppen spenden kann bei meinen Accounts und ich werde einfach mal Riesen spenden. So, jetzt haben wir 45 Truppen gespendet. Jetzt kommen wir hier nochmal mit den weiteren Riesen. Jetzt haben wir 75 Truppen gespendet. Ich muss noch ein paar Riesen nachbauen, damit das klappt. So, wie viele Riesen müsste ich noch insgesamt? So, dann sind wir bei 80 und dann noch mal 20. Das heißt, 5 Riesen reichen, damit wir die 100 Truppenkapazität gespendet haben. So, wir werden jetzt im den Einzelspielern Missionen ein Quest machen, damit wir 3 Sterne nochmal bekommen. So, das ist hier ein relativ schwieriges Unterfangen. Wir werden das mit in der Clanburg habe ich Miner, nicht Miner, sondern Hogs. Und die Hogs werden das hier alles ganz locker regeln. Ich will als erstes hier unten anfangen. Ich setze mal hier ein Barbar zur Ablenkung. Ja, dann, oh, das ist natürlich nicht so gut, dass die Hogs jetzt erstmal da lang laufen. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht auch nochmal was zur Ablenkung hinschicken. Aber das sollte eigentlich noch ganz gut klappen. Oh, jetzt kommen, das ist natürlich jetzt eklig. Die Skelette, die da rauskommen, da wehren sich die Hogs natürlich nicht gegen. Da müssen wir mal ein bisschen unterstützend eingreifen mit ein paar Bogies. Die wehren sich erst, wenn die Verteidigung erledigt ist. Vorher passiert da gar nichts. So, jetzt haben wir's. Das waren 3 Sterne, sind natürlich wichtig für die Quest, dass wir die 50 Sterne in den Einzelspielermissionen schaffen. Ja, zusätzlich gibt es natürlich auch noch ein bisschen Loot. So, dann holen wir uns gleich mal die 10 Gems für die Kobolde. So, dann können wir auch noch mal wieder Truppen anfordern. Und jetzt können wir vielleicht schon die restlichen, ja, also das sind wir bei 80. Fünfundachtzig, 90, 95. Ja, und den Rest können wir auch mit Barbaren fertig machen. So, und schon haben wir die nächsten Gems. 5 Gems. Okay.
Gut, also ich denke mal, so schnell werden wir jetzt keine Gems mehr bekommen. Auf die Schnelle. Das nächste, was ich bekomme, ist, wenn ich die Juwelenmine fertig mache im Nachtdorf. Da bekomme ich dann 10 Gems. Aber um im Nachtdorf weiter voranzukommen, muss ich natürlich auch, wenn ich keinen Sternebonus mehr habe, versuchen weiter hochzukommen. Und das werde ich jetzt mal machen. Also ich werde jetzt hier mal im Nachtdorf angreifen und gucken wir mal, wie wir da zu Rande kommen. Okay, die Kanone, da müsste man eigentlich noch rankommen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, reicht das etwa nicht? Mal gucken. Nee, das reicht tatsächlich nicht. Ich komme nicht an die Kanone ran. Doch jetzt sind wir da. Und jetzt kriegen wir auch. Die Doppelkanone hat nicht die Reichweite, um die Bogies, die jetzt hinter Meisterhütte stehen, zu besiegen. Und so haben wir auf jeden Fall 2 Sterne und das sollte reichen für einen Sieg. Warum mache ich das, obwohl ich jetzt hier keinen Bonus bekomme? Der Sinn und Zweck ist, dass ich in der Liga weiter steige und dann es schaffe, meinen Bonus zu erhöhen. Wenn ich jetzt aktuell bin ich bei 20.000 pro Sieg und wenn ich aber weiter in den Pokalen steige, ab 400 wird es dann schon 25.000 und das werden wir dann gleich nochmal machen. So, ich werde jetzt mal mir selber noch mal Truppen spenden. Dazu muss ich den Account wechseln. Ich weiß nicht, ob ich das rausschneiden kann oder nicht. Das müssen wir mal gucken. Dann werde ich gleich wieder den Account wechseln. So, jetzt können wir wieder einen normalen Angriff machen. Ach so, warte mal. Ach, Schecke hat mir eine Freundschaftsanfrage. Ich habe gerade gedacht, Mensch, was ist denn das? So, dann werden wir jetzt mal hier einen normalen Angriff machen. Mein Fernziel ist natürlich, das Rathaus abzudaten. Dafür brauche ich 750.000 Gold. Zurzeit ist meine Lagerkapazität bei 562.000. Das heißt, ich werde versuchen hier dieses Lager so schnell wie möglich weiter hoch zu pushen. Und natürlich möchte ich werde jetzt erstmal einen Angriff machen, mal gucken, wie wir da zu Rande kommen. 240.000 Gold. Das ist auf jeden Fall ein Rathaus, was nicht so leicht zu besiegen ist. Aber da werden wir einfach mal versuchen, ein bisschen Gold abzugreifen. Weil wir haben nämlich hier ganz gut gefüllte Minen und Sammler. Deswegen werden wir da einfach nur mal versuchen, mit Barge ein bisschen was rauszubekommen. Die Lager sind ja noch nicht ganz so voll. Ich werde jetzt meine Hogs nicht einsetzen. Weil wie gesagt, mir geht es eigentlich nur darum, ein bisschen Gold und Elixier rauszubekommen. So, ich setze auch nicht mehr Truppen. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Vielleicht hier noch beim Elixier. Ja, ich denke mal, das reicht dann so. Wenn wir aufgeben. Ja, das war 100.000 Gold fast und 48.000. Da können wir auch mal ein paar Pokale verlieren. Weil jetzt ist es erstmal nicht so wichtig, dass wir die Pokale behalten. Bis wir da wieder hinkommen, dass wir die Pokale brauchen, das dauert noch ein bisschen. So, ich werde jetzt noch mal ein paar Truppen ausbilden. Ich denke mal, so 5 Riesen sollten reichen. Den Rest machen wir mit
Barbaren und Bogis. Schnellausbildung haben wir auch schon am Start. So, da wir auch ein bisschen Aktion haben wollen, werden wir hier die 21 Gems mal ausgeben, um das Goldlager fertig zu bekommen. Und dann machen wir mit dem Gold, was wir haben, ein paar Mauerstücke. Und werden dann gleich das Goldlager weiter leveln. So, zwei Mauerstücke können wir noch machen. Machen wir einfach hier mal weiter. Oh, wir können sogar noch ein drittes machen. Nehmen wir mal die Beutekarre. Und dann machen wir noch ein drittes Mauerstück. So, und weiter geht's mit dem Lager. Die Lagerkapazität erhöht sich um 20.000. 3 Stunden dauert das Ganze. So, jetzt haben wir 3 Stunden erstmal keinen freien Bauarbeiter. Und die Gems werden wir wahrscheinlich auch nicht bekommen, um das fertig zu machen. Also gehen wir wieder ins Nachtdorf und greifen nochmal im Nachtdorf an. Oh, das ist interessant hier. Der hat seinen Bogiturm schon hochgelevelt, also relativ hoch. Mal gucken, wie wir da zu Rande kommen. Also als allererstes versuche ich mal hier das Lager, obwohl da werde ich mal noch einsetzen. 1, 2, 3, die Doppelkanone muss weg. Und dann müssen wir gucken, ah, wir kommen an den Bogiturm ran. Setze ich mal alles zum Bogiturm hin. Sollte im Prinzip, ich weiß nicht, gucken wir mal, ob er, ah, okay. Ah, da hat er noch eine Kanone. Aber das ist erstmal egal. Wir holen uns erstmal die Meisterhütte und den zweiten Stern. Und dann gucken wir mal, ob das ein 3-Sterne-Angriff wird. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall den Sieg davon tragen. Der guckt schon zu. So, da ist die Kanone, da ist das Lager. Mal schauen, das Armeelager. Das sollte eigentlich reichen. Ja, da sind noch so viele Bogis über. Das wären 3 Sterne. Der hat nur 8% geschafft. Oh, seine Bogis sind noch sehr low. Ja. Das Ganze sieht doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht machen wir noch einen Angriff im Nachtdorf. Ich denke mal, wir sollten so auf 700 Pokale kommen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Rathaus geht in Gold 3 oder Silber 1. Da findet man extrem geilen Loot. Schauen wir uns den Kampf mal an. Jo, 1, fast 1,6 Millionen Loot ohne Liga-Bonus. Das ist jetzt Silber 1, ein Rathaus 9er. Angegriffen wird mit Hox. Ja, Hox kostet natürlich relativ viel Dunkles. Er hat auch 2 Giftzauber dabei. Aber bei so einer inaktiven Base braucht er die Giftzauber natürlich nicht setzen. Und hat die dann im nächsten Angriff wieder parat. Na, Killsquad, seine Queen ist gerade am Leveln. Deswegen hat er keine Queen dabei. Wenn da jetzt Lufttruppen in der Clanburg sind, könnte es schwierig werden, mit seinen Magiern die zu töten. Aber natürlich bei einer inaktiven Base, da sind natürlich keine Truppen drin. Wir machen mal hier ein bisschen schneller. Gleich werden die Hogs wahrscheinlich schon kommen. Also wenn man so einen Go-Hog-Angriff macht, dann kann man natürlich die Hogs schon setzen, wenn seine eigenen Truppen schon am Arbeiten sind, also wenn der King noch da ist, wenn die Magier noch da sind, weil da sind natürlich dann einige Verteidigungsgebäude schon abgelenkt. Aber trotzdem mit Level 5er Hogs ist diese Base hier ein Kinderspiel. Das ist wirklich ziemlich einfach.
Ja, da habt ihr gerade die Nachricht bekommen, dass ich Trimax abonniert habe. Ja, ich schaue jetzt, wo Trimax die Free-to-Play-Challenge angefangen hat. Bei Clash Royale und bei Clash of Clans, da schaue ich jetzt auch Trimax wieder. Ja, hat er hier gut hinbekommen und richtig fetter Loot. So, wir greifen jetzt noch mal im Nachtdorf an. Ja, ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier ein Video mache mit einem Tablet. Das liegt daran, dass ich auf der Arbeit bin in meiner Mittagspause und heute kein Stream kommen wird von mir, also wenn dann höchstens irgendwie 8 Uhr oder so, weil dann werde ich erst zu Hause sein. Ich werde nämlich heute nach der Arbeit zum Essen gehen und deswegen kann ich nicht streamen. So, auch hier wieder die Doppelkanone. Oh, wir haben da. Da müssen wir nochmal agieren, dass wir den Tesla noch bekommen. Ja. Also ich denke, 2 Sterne sollten in der Regel eigentlich immer reichen, aber auch hier werden es, glaube ich, wieder 3 Sterne. Oh, haben wir da noch was? Ja, da haben wir noch die Juwelenmine, die mir ja als nächstes Ziel vorschwebt, weil da gibt es wieder 10 Gems für. So steigen wir langsam, aber sicher die Pokalränge hoch. Wir können ja mal gucken, was der Gegner hier gemacht hat. Kampflok. Wiederholung anzeigen. Na gut, seine Bogis sind etwas niedriger. Die sind nur Level 3 gewesen. Er versucht erstmal außen. Ja, das klappt hier in dem Fall sogar ganz gut. Die Kanone hat nicht die Reichweite. Das machen wir mal ein bisschen schneller hier. Ja, er hat zu wenig Bogies. Ja, 29%. Mehr ging da leider nicht für ihn mit seinen Truppen. Und wir können jetzt nochmal angreifen. Vielleicht schaffen wir die 400er-Marke sogar. So, da haben wir die Doppelkanone. Die Reichweite ist sehr niedrig. Das heißt, ich werde erstmal 1, 2, 3 versuchen, hier die Kanone wegzumachen. Ja, dann gehen wir nochmal dahin. Und hier sollte es im Prinzip klappen. Dass wir die Meisterhütte bekommen. Das klappt gut. Jetzt schauen wir mal. 5 Bogies haben wir noch. Ja. Diesmal wären es keine 3 Sterne, aber 80% werden wieder reichen für einen Sieg. Ja, da bin ich mir sicher. 36%, das hat er diesmal geschafft, obwohl seine Barbaren schon Level 5 sind. Ja, das soll es dann erstmal aus meinem Free-to-Play-Account gewesen sein. Also, da kann man mal sehen, was in 42 Stunden auch Free-to-Play möglich ist. Also ich bin da wirklich schon sehr zufrieden. Ich werde jetzt, wie gesagt, als nächstes versuchen, nach und nach das Goldlager hochzuziehen. Und ja, die 750.000 zu farmen wird nicht das Problem sein. Aber ich muss halt, wie gesagt, brauche noch ein bisschen Zeit, bis ich das Goldlager fertig habe. Das Buch des Bounds, das werde ich mir dafür aufheben, um das Rathaus dann auf Level 7 gleich fertigzustellen, wenn ich den Bau starte.
Und ja, damit wir nämlich so schnell wie möglich in den Goldpass beziehungsweise in den Silberpass reinkommen, nicht in den Goldpass, sondern ab Rathaus 7 kann man da mitmachen. Also es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen. Also ab Rathaus Level 4 kann man das Nachtdorf bauen. Ab Rathaus Level 6 kann man in den Clan-Spielen mitmachen. Und ab Rathaus Level 7 im Silberpass. Und ab Rathaus Level 8 bekommt man auch den Händler. Also das sind so die Stufen. Also ich denke, bis Rathaus Level 8 werde ich halt noch weiter rushen. Dann werde ich bei Rathaus Level 8 erstmal einen Stopp einlegen. Vielleicht auch schon bei Rathaus Level 7. Müssen wir mal gucken. Und ja, ich werde natürlich dann versuchen, den vierten und fünften Bauarbeiter zu holen. Das heißt dann mit Rathaus 7 Road to Champion. Das wird dann auch nochmal eine interessante Sache werden. Dazu brauche ich natürlich meine Drachen. Zurzeit haben wir auch ein Drachen-Event, was ich allerdings als Rathaus 5er nicht benutzen kann. Also wenn ich Rathaus 6er wäre, könnte ich das, wenn ich meine Clanburg ausgebaut hätte, auf 20 Truppenkapazität. Jetzt geht es einfach noch nicht. Da muss man erst Rathaus Level 6 sein. Ja, wie gesagt, das war's dann von mir. Falls euch das kleine Update-Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich wieder einen neues Video oder einen neuen Stream hochlade. Ich probiere mal, dieses Video auch auf Twitch hochzuladen. Wäre das mein allererstes Video, was ich auf Twitch hochlade. Also schaut mal bei Twitch rein, da heiße ich Quantus73. Ich sage Tschüss, bis die Tage.